So, einen recht schönen guten Morgen. Hier ist Podcast von Sven Heidenreich und wir haben jetzt die Folge 684. Ja, wieder so wie immer aufgenommen mit dem Olympus DM720, manuell, Weite 1, 320. Es ist morgens, alle Fenster sind geöffnet. Es ist ein bisschen kühl, muss man sagen. Also ich empfinde das jedenfalls so, aber ich bin ja kein Maßstab, denn ich friere eigentlich fast immer, wenn es nicht gerade richtig warm ist. Ja, ich grüße euch alle auf jeden Fall zu dieser wunderbaren Folge, obwohl ich noch gar nicht weiß, ob die wunderbar wird. Ja, vielleicht wird sie auch nicht wunderbar. Man weiß es nicht, ne? Gut, meine Katzen, die haben also noch Trockenfutter. Das heißt, ich brauche ihnen jetzt nichts zu geben. Achso, mein Hongdi de la, mein iPhone. Ja, versmartet bin ich auch schon. Und im Hintergrund hört ihr einen Kuckuck, wenn ihr ihn hört. Ja, das ist der Kuckuck, der immer aus dem Walde rief und singt und tanzt. Ne? Den kennt er ja schon aus vielen Liedern. Ja, auf einem Baum ein Kuckuck, da geht es auch um den gewissen Kuckuck, der erschossen wird und wieder da ist. Ja. Und heute ist er hier und kuckuckt fröhlich vor sich hin. Ja, schön, oder? Juhu, ja. Ja, so oft hört man so einen Kuckuck gar nicht. Ne? Also das ist schön, dass ich ihn heute mal wieder höre, den Kuckuck. Ja. Gut, ich werde aber trotzdem jetzt, obwohl die Atmosphäre schön ist, so langsam die Fenster schließen, denn es ist wirklich kalt. Also das ist kein Wetter, wo man jetzt sagt, man lässt alle Fenster auf. Und nur um die Atmosphäre zu haben, sehe ich nicht ein, dass ich friere. Also das muss ich jetzt nicht haben. Meine Katzen, wie gesagt, haben noch zu fressen, also von daher alles gut. Ja, gelüftet ist auch. Kann ich also wieder schließen. Ja, und wir nähern uns meinem Urlaub. Heute ist ja schon Donnerstag und Freitag ist der letzte Tag und dann habe ich erstmal eine Woche Urlaub. Und ich muss sagen, dass ich mich auch wirklich auf die Woche freue, weil ja, auch wenn in der Woche nicht so Großartiges passiert, aber ich kann zur Ruhe kommen ein bisschen. Ich kann mich mit meinen Katzen ein bisschen beschäftigen. Ich werde vielleicht das ein oder andere noch aufnehmen, vielleicht noch was rausfinden an meinem Keyboard. Ich hoffe ja, dass in der Woche das Headset kommt. Das wäre nämlich super, weil das würde passen. Ne? Also ich weiß aber auch nicht, wann das rausschickt oder wann die es rausschicken. Aber ja, wäre natürlich super, wenn es, ja, wenn das würde nämlich passen, dann könnte ich es auch in Ruhe testen im Urlaub und naja, mal gucken. Aber ja, mal schauen, wie das so wird. Keine Ahnung, wir können es ja nicht beeinflussen. Vor allem, wir können nicht beeinflussen, was die Post macht. Und von daher, ja, mal gucken. Ja, hier haben wir die Mieze. Ich habe nochmal geguckt, aber Mieze ist da. Also alles gut. Die sitzt auf ihrem Stuhl. Ja. Ja, wir haben es schon 4:30, Leute. Also, ja, hier im Wohnzimmer sind auch alle Fenster zu. Ja, wir müssen ja auch nicht frieren, ne, Mia? Genau, ihr habt ja noch zu fressen, also insofern habe ich erst überlegt, ob ich den Katzen jetzt heute Nassfutter gebe, aber ich sag mal so, die haben auch wirklich alles voller Trockenfutter. Trinken haben sie auch noch, also sollen sie das erstmal alles fressen. So haben wir, also habe ich mehr Ruhe, ihr natürlich auch. Ja. Also mit wir meine ich immer euch Hörer natürlich, ne? Also ich habe hier nichts, kein Ding zu laufen. Ja, oder
Hörerinnen, nee, man muss ja HörerInnen sagen, ne? dieses blöde Gendern, ich finde es so bescheuert. Also ich meine, dass man vielleicht Hörer und Hörerinnen sagt, das sehe ich ja alles noch vollkommen ein, aber dieses Innen, ja, sage ich ja, und was ist mit außen? Also ja, ist nicht mein Ding, finde ich auch albern. Weil es klingt einfach dämlich. Ja. Ich meine, es gibt nun mal Männer und Frauen und es gibt zwei Geschlechter. Und ja, und ich bin nun mal ein Mann und ja, warum soll ich mich da irgendwie jetzt... ja gut, ich weiß, es gibt auch Leute, die sagen, sie sind geschlechtsneutral, aber gut, lassen wir das dahingestellt. Jeder kann ja seine eigene Meinung darüber haben und es ist ja auch ein Gefühl letztendlich und ich jedenfalls kann das nicht wirklich nachvollziehen, weil ich sag mal, ja, aber jeder fühlt halt, wie er fühlt und letztendlich ist das natürlich jedem seine Sache. Ich meine, jeder kann natürlich das Geschlecht oder das sein, was er will. Ich für meinen Teil sage, ich bin nun mal ein Mann. Ja, es ist halt einfach so. Also, ich meine, ich wurde als Mann geboren und ja, vielleicht manchmal ein bisschen zu weich. Das kann sein. Also, es gibt ja klar, dass es halt Männer gibt, die ein bisschen männlicher wirken. Es gibt Männer, die sind, ja, also man sagt ja maskulin oder feminin. Ja, ich bin halt mehr so der, ja. Obwohl ich von der Stimme ja eigentlich, sagen wir mal, ja, die ist schon recht tief. Gerade jetzt auch im Alter ist sie natürlich auch tiefer geworden. Aber ich finde immer, das ist der Lauf der Dinge. Ich bin eigentlich ganz froh, dass meine Stimme so ist, wie sie ist. Also wenn ich jetzt irgendwie mit 45 noch klingen würde wie ein 15-Jähriger, das würde mir schon ein bisschen Angst machen. Also es ist schon okay. Ja, also für mich ist das okay. Ja, und ich bin auch froh, dass ich meine Stimme jetzt nicht irgendwie so trainiert habe, dass ich jetzt, weil ich finde, das ist einfach die Natur. Und die Natur, ja, ich finde, ich will einfach, wenn ich euch ein Lied schreibe, dann muss es auch klingen wie jemand, der 45 ist. Also das, ich will nicht wie ein 15-Jähriger klingen, der jetzt, ja, und ja, ich bin nun mal so alt, ne, und ich stehe auch zu meinem Alter, auch wenn ich natürlich nicht gerne alt werde. Überhaupt nicht. Also damit habe ich, wie gesagt, echte Probleme. Nicht was alt aussehen angeht oder alt also nichts mit, das hat nichts mit oberflächlich zu tun, sondern einfach, ja, dass man halt einfach nicht mehr so viel Zeit hat, ne? Also das ist die Angst, die man eigentlich hat, dass man halt denkt, scheiße, wenn er gut, dann gibt es halt wieder andere Menschen, die sind noch älter, und da fragt man sich dann natürlich wieder, schafft man das auch, ja? Und ja, mal gucken. Aber auch das ist ja etwas, was der Mensch nicht beeinflussen kann, ne? Und hier kann man auch wieder sagen, Gott sei Dank, ne? Weil wann wir alle mal diesen Planeten verlassen, sei mal dahingestellt, ne? Ja, gestern war ja der Todestag von meiner Mutter, am 3. Mai. Sie ist jetzt 9 Jahre tot. Einfach mal jetzt, ja, keine Angst, wird keine Trauerfolge. Einfach mal so, ne? Also da seht ihr einfach mal, wie schnell die Zeit vergangen ist, ne? Also, und ja, aber ich mache weiter. Ja, also lass mich nicht von irgendwelchen Sachen aus der Bahn schmeißen. Zumindest nicht, ja, klar, dass man manchmal so den Halt verliert und irgendwie denkt, oh, wie geht alles weiter? Aber letztendlich lebt man ja noch. Und solange ich noch lebe und auf zwei Beinen laufen kann, jetzt mal übertrieben gesagt, ja, werde ich an den Dingen festhalten, die ich halt habe. Ne? Zum einen der Podcast, zum anderen die Hoffnung, dass ich irgendwann mal eine Partnerin fürs Leben finde. Und wenn es, und wenn es ewig dauert, oder wenn ich halt, aber diese Hoffnung werde ich mir niemals nehmen lassen. Und ja, wie gesagt, solange ich noch einigermaßen gesund bin und alles soweit alleine machen kann, wie Kaffee und was ich was alles, das ist mir immer wichtig, so lange
mache ich weiter. Ne? Also man macht ja sowieso weiter. Ich meine, also auch wenn man jetzt schwer krank ist, also man kann ja nicht einfach sagen, ich mache jetzt, das ist, man macht einfach weiter. Das ist so. Ne? Auch wenn man manchmal sagt, man will nicht mehr und sowas, aber letztendlich, man lebt. Ne? Das ist ein Geschenk, das Leben. Und ja, was man kriegt, ja, und dafür bin ich einfach dankbar. Und ja, es ist eine schöne Sache mit dem Leben. Ne? Also, auch wenn es vielleicht nicht so ist, wie man sich es vorstellt. Aber andererseits, ja, wie schön, dass man halt noch eine Vorstellung hat, wie es sein könnte. Ne? Also das ist ja auch wichtig, dass man sich das bewahrt. Wenn man das nicht mehr hat, dann gute Nacht. Auf der anderen Seite habe ich auch natürlich viele Sachen, die ich einfach schätzen gelernt habe. Also zum einen, ja, auch wenn es blöd klingt, natürlich ist es blöd, einsam zu sein. Auf der anderen Seite gibt es so viele Menschen, die einfach Stress haben, die, wenn sie nach Hause kommen, wirklich erstmal vor Aufgaben stehen und nicht mehr wissen, oh Gott, wie soll ich die jetzt machen? Ja, und ich habe diese Aufgaben halt nicht. Ja, ich kann nach Hause kommen, kann sagen, ach, Beine hoch nach der Arbeit, ja, hab nur meine drei Katzen, aber ja, die kann ich zur Not auch mal alleine lassen, ne, wenn Not an Mann ist. Ich kann natürlich nicht wochenlang, ist logisch, also vielleicht ein, zwei Tage oder so, aber gut, das mache ich ja eigentlich fast nie, außer wenn ich jetzt wirklich eine Freundin hätte, dann wäre es was anderes, aber ich würde meine Katzen so nicht alleine lassen, also nicht für einen Besuch jetzt beim Freund oder sowas, ne, weil bei einer Freundin ist es wieder was anderes, weil da sage ich mir wieder, okay, das ist ja auch bei Freunden, ich meine, klar, wenn die jetzt wirklich zu jemandem gehen würde und wir würden abhängen und richtig gut, das passt richtig gut, ne, dann würde ich auch mal sagen, gut, ich bleibe bei dem mal. Aber natürlich will man ja eher bei einer Freundin übernachten als beim guten Freund, sage ich jetzt mal. Ne? Also das, aber wie gesagt, das ist alles noch Geschichte. Und ja, ob es jemals so kommt, dass ich wieder eine Freundin habe, man weiß es ja nicht. Puh, naja, wir werden es sehen. Vielleicht passiert es, vielleicht passiert es auch nicht. Ich jedenfalls mache weiter und ja, das habe ich mir halt gestern auch gesagt, als der Todestag von meiner Mutter war. Ich habe nicht getrauert, sondern ich habe gesagt, okay, vor 9 Jahren ist das passiert, aber es gibt auch noch genug Leute, die leben. Ne? Also, und daran sollte man sich auch ein bisschen festhalten. Natürlich ist es immer traurig, wenn jemand geht, aber auf der anderen Seite, ja, das Leben geht gnadenlos weiter. Die Erde dreht sich weiter. Und wenn man selbst irgendwann mal geht, dann geht es ja trotzdem weiter. Also nicht für einen selber wahrscheinlich, obwohl das ist ja noch nicht erwiesen. Ja, ich mache dann aus dem Himmel Podcasts, wenn ich weg bin. Ja, wenn das ginge. Ja, oder vielleicht auch, ja, die Hölle klammern wir mal aus, weil die gibt es für mich nicht. Ich glaube nicht an Hölle. Das ist irgendwie so ein Ort, wo ich sage, sowas kann sich nur der Mensch ausdenken. Also das, ja, ich glaube einfach nicht an einem Ort, wo es Fegefeuer gibt und Dämonen und das ist fantastisch, aber das ist, also es ist halt, aber ich selbst glaube einfach, dass es den Himmel an sich, also das Paradies, ich glaube einfach, es gibt irgendwie ein Leben nach dem Tod, also Leben, kann man das Leben nennen, ist die Frage, ja, weil Leben ist ja, ja, ein Körper lebt, aber was ist das denn? Was, ne? Also, schwieriges Thema. Und aber ich selbst denke mir, ja, vielleicht gibt es was danach, aber ich kann es nicht, ich weiß es nicht. Und jetzt irgendwas behaupten, also viele Leute behaupten ja irgendwas dann, ja, und sagen, ja, es gibt dies, es gibt das. Ne? Und ich sage mal einfach, ja, wir werden es nie wirklich erfahren, weil es kommt ja keiner zurück.
Ja, und an Nahtoderfahrungen glaube ich schon alleine deswegen nicht, weil, wenn ihr mal genau drüber nachdenkt, die Leute reden alle von einem Tunnel und einem Licht. So. Das Merkwürdige daran ist, alle diese Leute können sehen. So. Wenn es denn Nahtoderfahrungen wären, warum ist noch nie ein Blinder gekommen, der gesagt hat, was er fühlt, was er sieht oder was er nicht sieht? Ja, weil demnach müsste ja ein Blinder etwas ganz anderes als Nahtod empfinden, denn ich kann ja nun mal nicht sehen. Ja, also werde ich höchstwahrscheinlich auch keinen Tunnel sehen und weißes Licht schon gar nicht. Also, ja, also daran seht ihr einfach, dass das einfach ein bisschen, ja, also wie gesagt, das ist einfach ein Feld, wo ich einfach nicht so dran glaube. Und ja, aber kann jeder auch glauben, was er will letztendlich. Ne? Aber für viele Leute ist das ja eine Nahtoderfahrung und vielleicht denke ich anders drüber, wenn ich sowas mal erlebe, aber ich hoffe nicht, dass ich sowas mal erlebe. Aber ja, ich sag mir einfach, das ist einfach das, was mich skeptisch an die Sache macht. Ja, warum reden alle dasselbe und vor allem, warum reden alle vom Tunnel und Licht? Also das kommt mir sehr... Da müsste man sich auch wirklich mal beschäftigen mit, was haben im Mittelalter oder früher die Menschen als Nahtoderfahrung gehabt. Ne? Das hat ja sicherlich auch einen Einfluss auf das, was man halt selbst erlebt hat. Und Nahtod heißt ja auch noch nicht, man ist wirklich tot. Ne? Und wir werden ja sehen, wie es weitergeht. Aber soll jetzt nicht unser Thema sein hier. Das nur einfach mal so zu dem gestrigen Tag. Jetzt trinken wir erstmal unseren Kaffee. Jeder selbst seine Berechtigung zu sehen oder zu fühlen, was passiert. Und ja. Aber wenn die Podcasts natürlich nach meinem Tod weitergehen würden, das wäre schon gruselig, oder? Stellt euch mal vor, es würden trotzdem irgendwie Folgen plötzlich auftauchen. Keiner hat sie produziert, keiner hat sie aufgenommen und trotzdem geht es weiter. Das wäre doch unheimlich, oder? Boah. Also, naja. Ich meine, ich habe mir oft schon überlegt, wie es wäre, wenn man Nachrichten von Verstorbenen kriegt oder so. Ne? Das, oder so, sogar Sprachnachrichten von, das wäre, oh. Ja, also jetzt nicht hier von wegen Schriftzeichen oder Präsenz, sondern wenn man wirklich die Stimme von demjenigen hören würde. Ja, also... Stellt euch das mal vor, so leibhaftig, also jetzt nicht so irgendwie aus dem Off, sondern wirklich, man hört, jemand ist gestorben und man würde den jetzt wirklich, sage ich jetzt mal 9 Jahre später, also nur meine Mutter mal als Beispiel, stellt euch mal vor, wir machen jetzt hier den Podcast und plötzlich würde meine Mutter aus heiterem Himmel sozusagen, ihr würdet sie auch noch hören, nimm mal an jetzt, ja, und ihr würdet sie wirklich hören, was sie sagt und wie sie spricht, ne? Das wäre doch, ich meine, eine coole Vorstellung wäre das ja natürlich, aber ja, so ist es natürlich nicht. Und ja, die ganzen Vermutungen und da ist immer sehr schwierig. Ja, also natürlich glaube ich auch, dass es da was gibt, aber ja. Viele sagen ja auch, man kommuniziert in Träumen miteinander und so, aber das ist halt alles auch zu vage. Das ist letztendlich, man vergisst ja seine Träume auch wieder und ja, aber es wäre schon cool, also wenn das wirklich so passieren würde, man könnte wirklich mit Verstorbenen reden, aber jetzt wirklich von Angesicht zu Angesicht. Stellt euch mal vor, man könnte mit zukünftigen Leuten reden, also wie jetzt zum Beispiel auch in die Zukunft reisen und ja, Zeitreisen ist ja auch ein schönes Thema. Ne? Also wünscht man sich ja auch, obwohl es natürlich riskant wahrscheinlich wäre, aber gut. Ich glaube, wenn es ginge, würde ich auch Zeitreisen. Also
will auch schon wissen, was war früher und oder ja auch überhaupt, wenn man in die Zukunft verreist. Wobei ich mich da wiederum frage, Zukunft ist ja eine Zeit, wo es mehrere Möglichkeiten gibt. Weil sie ist ja noch nicht geschrieben letztendlich. Also müsste man dann wahrscheinlich eine Auswahl haben, wo man, wie man seine Zukunft sehen will oder erleben will oder so, ne? Wie sie denn letztendlich selbst eintrifft, das beeinflusst man ja wiederum selbst. Also ja, schwierig. Kann man jetzt drüber philosophieren. Deshalb finde ich eigentlich die Idee mit diesem Zeitfernseher, also nehmen wir mal an, es gäbe jetzt so eine Art Zeitfernseher oder Gerät, womit man sozusagen die Zeit wie einen Film sich angucken kann und hören kann. Eigentlich viel logischer, so von wegen die Vergangenheit, klar, die steht ja fest, ne? Also die ist ja eine Konstante, die ist passiert. So, und Zukunft, da würde man dann so Auswahlmöglichkeiten haben, so wie könnte sie stattfinden, so wie gibt es da so ein Menü, ne, wie auf einer DVD, wo man dann auswählen kann, welche Zukunft man sich angucken könnte. Also wie würde passieren, wenn man so und so reagiert. Und das wäre doch interessant. Ja, also, wenn es sowas gäbe, ja, weil man beeinflusst die Zeit letztendlich nicht, also nicht so, und man kriegt eine Idee, wie könnte es ablaufen, wenn. Letztendlich kommt es ja doch anders, weil man sich selbst ja ganz anders entscheiden würde. Vor allem, wenn man die ganzen Möglichkeiten sehen würde in der Zukunft, dann könnte man ja vieles ja auch wirklich anders machen. Das sind ja nur Vorschläge. Aber das wäre schon geil, wenn man das könnte. Aber gut, wird alles nicht geschehen. Wir leben in hier und jetzt. Und aber ich finde immer wieder das Thema Zeitreisen, Leben nach dem Tod. Es ist halt was zum Philosophieren und jeder hat andere Ansichten. Letztendlich kann ja keiner was beweisen. Es ist wie die Frage mit Gott, ne? Das ist genauso. Keiner weiß, wie es wirklich ist. Jeder hat seinen Glauben und jeder beharrt drauf, aber letztendlich kann natürlich keiner beweisen, was wahr ist. Und ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ich will es wissen oder sowas, ne? Aber auf der anderen Seite, was wäre, wenn die Menschheit wirklich wissen würde, was Gott ist oder wer Gott ist? Was wäre dann? Ja, dann wäre ja die ganze Glaubensfrage nicht mehr da, ne? Dann würde man ja wirklich wissen, was ist da oben? Und ich weiß nicht, ob das so gut wäre, ob es für den Menschen so gut wäre, wenn der Mensch wirklich wüsste, was das wirklich ist. Diese Macht oder wie wir sie auch nennen mögen. Ja, vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass der Mensch das nicht weiß, weil der Mensch das sowieso nie begreifen würde, weil der Verstand dazu gar nicht ausreichen würde. Ne? Also das, eine Macht oder ein etwas, was uns, oder wenn es das überhaupt so, wenn man das überhaupt so nennen kann, wenn man irgendwie erschaffen wurde und das kann man doch gar nicht begreifen. Das ist deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass die Menschheit oder dass man halt nicht weiß, wie es wirklich funktioniert. Manche Sachen soll man, glaube ich, auch gar nicht wissen. Vielleicht würde man ja verrückt werden, wenn man das weiß, ne? Also das, ja, aber wie gesagt, ich selbst glaube eigentlich, dass es irgendwas gibt. Das ist meine persönliche Meinung. Also ich glaube schon, dass es sowas wie Gott oder eine Macht oder nennen wir es, wie wir wollen. Ja? Jeder kann es ja nennen, wie er will. Ja. Aber ist es nichts, was ich behaupten kann, weil ich weiß es nicht. Ja, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, es gibt es. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht werde ich es irgendwann mal erfahren, wenn ich weg bin, vielleicht auch nicht. Aber selbst wenn man es nach dem Tod erfährt, kann man es ja auch nicht weitersagen. Ja, also insofern, wir werden es nie erfahren, was nun wirklich da ist und
Ich sage nur immer eins, wenn jemand so gläubig ist oder wenn jemand so krass auf so eine Sache besteht, sage ich immer, Leute, guckt euch die Tiere an und die Pflanzen. Ja? Ein Tier macht sich auch keine Gedanken darüber, wie es ist erschaffen worden. Und es lebt einfach. Ja? Und eine Pflanze genauso. Ja? Und ist ja trotzdem kein schlechteres Wesen, im Gegenteil. Ja? Also wenn dann immer so eingeteilt wird, wenn du glaubst oder wenn du das und das einhältst, wirst du ein besserer Mensch. Das ist einfach, also das glaube ich zum Beispiel nicht, weil was ist mit Katzen? Ja? Die fragen überhaupt nicht danach und die wissen auch gar nicht, was das ist. Und ich will mich auch nicht als Mensch über eine Katze stellen. Weil das sind Lebewesen genauso wie wir, die werden geboren, die sterben und ja, die glauben, ich weiß nicht, an was so ein Tier glaubt. Ich meine, ein Tier hat den Instinkt und aber es lebt ja auch. Also ja, und von daher glaube ich einfach, ja, jeder muss wissen, was er glaubt und ich jedenfalls sage mir einfach, ich mache mein Leben natürlich nicht irgendeinen Glauben abhängig, also ja, ich lasse mir auch nicht von irgendeiner Religion sagen, was ich essen soll oder was ich trinken soll. Sehe ich gar nicht ein, das entscheide ich selber. Ja. Was mir gut tut, mache ich. Was mir nicht gut tut, mache ich nicht. Ja, da kann keiner von oben kommen und sagen, bei uns isst man nicht das und das. Ja. So weit kommt es noch. Und das sehe ich nicht ein. Ja, keine Religion der Welt wird mich dazu bringen, etwas zu essen oder nicht zu essen. Ja, das ist einfach meine persönliche Ansicht und ja. Ich glaube einfach an die Natur, an das Leben und an den Tod. So, und das ist passiert wirklich. Ja, und alles andere ist Auslegungssache letztendlich. Na, die Natur ist so fantastisch, also da können wir ja uns so viel rauspicken, wie Kurt auch in einer Folge gesagt hat. Na, und das ist auch so, die Natur ist so umwerfend, sie ist letztendlich was Göttliches. Ne? Und ja, unbegreiflich für uns Menschen, Entschuldigung, aber das war der Kaffee, ne Dick? Ich guck mal, wie viel Fressen ihr noch habt. Ja, aber wie gesagt, das sind Themen, da gibt es andere Podcasts für, die sich damit beschäftigen. Ich will mich damit eigentlich jetzt nicht so auseinandersetzen, nur damit ihr einfach mal so ein Gefühl habt. Aber das ist ein Thema, wo ich einfach sage, gut, okay, da sollen andere drüber diskutieren und philosophieren. Ich bilde letztendlich mein Leben ab und das, ja, das ist mir einfach wichtig. Ne? Na, trink was hier. Nee, willst nicht. Ja, also deswegen, ne? Also lassen wir uns nicht von irgendwelchen Behauptungen beeinflussen. Jeder soll das glauben und wissen, was er will. Und das ist immer wichtig. Ne? Jeder kann ja glauben, was er will. Ja. Oh. Na, Blacky, was ist los? Du wachst dich ganz schön nah ran an Mia. Na, Dicker? Oh, ist gut, Mia, ist gut. Ist gut. Ja, ist ja gut. Das ist ein Fressack, ey. Naja, mach mal. Kriegst von Mia irgendwann mal einige... Ja, aber so ist es halt, ne? Jeder glaubt, was er glauben will. Ja. Jetzt werde ich mal kurz die Nase putzen, ganz nebenbei. Das wird wieder eine längere Folge. Aber dafür ist der Olympus DM 720 ja bekannt. Ja, man kann so viel philosophieren und so viel reden. Ich
rede eigentlich, also bin ja eigentlich ein Mensch, der auch sehr, 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 sehr gerne still sein kann. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass, ihr müsst jetzt nicht denken, nur weil ich den Podcast mache, oh Gott, kann der labern, ne? So. Das hat sich eigentlich nur aus dem Alleinesein entwickelt. Ich bin eigentlich ein Mensch, der auch sehr, sehr gut still sein kann, der schweigen kann. Ne? Also ich muss nicht ununterbrochen reden. Ich meine, dass ich das hier tue, ist klar. Hier antwortet mir ja keiner. Also jetzt, ich meine jetzt, jetzt meine jetzt wirklich Antworten. Jetzt nicht, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Also, und klar, wenn man denn so den Podcast hört, könnte man ja denken, Mann, muss der sich, hört der sich gerne reden, oh Gott, aber naja, wenn man alleine ist, hat man ja keine, hat man ja keinen Dialog. Ne? Und ja, was will man machen? Ne? Irgendwie muss man sich ja mitteilen, ne? Ja. Also tue ich das, indem ich diesen Podcast mache. In der Hoffnung, dass vielleicht irgendwann mal irgendwer das hört und sagt, Mensch, Sven, ich fühle genauso oder nicht genauso oder... Ja, genau. Also das ist einfach... Ja, das muss ich ja auch wieder ausleeren, war ja klar. Ja, aber das ist, wie gesagt... Das ist ja auch ein Riesenluxus, wenn man sich mal überlegt. Ihr müsst euch einfach mal überlegen, ich kann hier morgens um 4:05, so wie jetzt. Wir haben es jetzt. 4:57. Ja, also wir haben es bald 5. Ich kann morgens um 5 einen Podcast aufnehmen. Ich meine, guckt euch doch viele Familien, viele Sachen an. Wer kann denn wirklich um 4 Uhr, wenn er nicht schlafen kann, seine wirkliche Freizeitaktivität ausleben? Es gibt so viele Menschen, die können das gar nicht, weil sie irgendeine Aufgabe haben, weil sie, und ich bin einfach froh, dass ich das so kann, dass ich einfach sagen kann, ich nehme einfach um 4:05 einen Podcast auf, ist doch scheißegal jetzt so. Und ja, das ist etwas, was ich oft nicht schätze, was ich aber schätzen sollte, weil das ist wirklich eine schöne Sache. Ja, das ist, das ist eine Freiheit, das ist eine andere Art von Freiheit. Ja, das ist, klar, man ist einsam letztendlich, also ich bin halt sehr einsam, aber auf der anderen Seite, klar, ich habe es mir selbst ausgesucht, ich habe diesen Weg gewählt, habe natürlich nicht gewusst, wie es endet, ne? Wer weiß das schon, aber letztendlich muss man ja auch seine Vorteile rauspicken und sagen, okay, man ist jetzt, man hat jetzt die Situation, man lebt jetzt auf dem Land, man hat nicht mehr viele Leute um sich rum. Was sind die Feinheiten? Und ja, die Feinheit ist, dass ich halt wirklich nach Hause kommen kann, ja, und abschalten kann, ne, dass ich halt wirklich sagen kann, okay, Arbeit ist Arbeit, ja, können viele nicht, ja. Und dass ich wirklich mein Hobby, in diesem Fall das Podcasten, machen kann, wie, ja, wann ich will, wie ich will. Da ist keiner, der sagt, ach, wir sind ja schon wieder im Podcast auf oder so. Und das ist schön. Ja, und das ist gut. Und ich glaube auch, wenn ich in Berlin geblieben wäre, gut, da war ich ja auch recht einsam. Vielleicht nicht so einsam wie hier, aber auch da hatte ich ja schon diese Anzeichen und mir ging es nicht gut. Aber ich glaube, dass sich der Podcast auch nie so entwickelt hätte, wenn ich in Berlin gewesen wäre. Er hätte sich natürlich anders entwickelt. Ja? Ich hätte mit Freunden gemacht. Ich hätte mit, aber vielleicht wäre er ja auch viel gemeiner geworden. Vielleicht hätte ich wirklich irgendwie mal gehetzt oder so, wie ich halt früher drauf war. Und durch diese Einsamkeit habe ich eine Menge gelernt auch und über mich und dass es einfach Sachen gibt, die nicht okay sind und dass ich in Berlin Sachen gemacht hätte auch, wo ich heute sagen würde, um Gottes Willen, ja. Also das ist einfach so. Und zumal sich das ja auch alles geändert hat. Ja, früher, wenn man über jemanden hergezogen hat, dann hat man über den hergezogen, hat vielleicht eine Kassette aufgenommen, hat dem die Kassette zukommen lassen. Und dann war gut, der war sauer, hat reagiert oder halt nicht reagiert. Heutzutage ist es ja so, wenn man jetzt wirklich irgendwas sagt oder jemanden über jemanden herzieht, das hat ja ganz andere Folgen. Ja,
Also man ist im Internet, ja. Wenn ich jetzt sage, der und der hat das und das gesagt oder der und der ist so und so, dann wissen es gleich alle. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, ne? Und von daher, ja. Es hat sich alles so weit geändert, ne? Und deswegen bin ich froh, dass ich das lernen konnte, dass ich halt wirklich auch selber merken konnte, okay, so wie du das damals gemacht hast, so kannst du es heutzutage nicht mehr machen. Ne? Und so kannst du als Mensch einfach nicht mehr sein. Ja? Und heute sind ja auch ganz andere Sachen wichtig, ja, als früher. Wie hat man sich früher ausgetauscht? Ganz anders. Ja? Früher hat man viel über Telefon gemacht, über Mailboxen. Man hat sich gegenseitig Nachrichten zugeschickt. Man hat auf der Mailbox des anderen irgendwie dann, ja, was du gestern gesagt hast, war so und so und bla 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 und diese ganzen Geschichten. Ja, wie funktioniert es heute? Heute sagst du es erst, entweder sagst du es halt direkt. Oder man schickt heutzutage, ja gut, das ist ähnlich, man schickt heutzutage eine Sprachnachricht oder eine SMS. Na, SMS gibt es ja schon bald gar nicht mehr. Aber vieles hat sich einfach geändert. Ja, die Standpunkte haben sich geändert. Man selbst hat sich geändert. Ja. Man ist nicht mehr derselbe. Und klar gibt es immer noch Sachen, die man an sich selbst vermisst oder wo man sagt, Mensch, wisst ihr noch wie früher oder sowas. Ne? Das gibt es natürlich noch. Ja. Aber gut, auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite wiederum, Fehler sind da, um sie zu machen. Und wenn man die Fehler damals nicht gemacht hätte, wäre man ja auch nicht der man heute ist. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Ja. Und so sehe ich das ja mit allen Dingen. Ja? So sehe ich es mit Beziehungen. So sehe ich es mit Freundschaften, ja. Man musste gewisse Leute kennenlernen, um halt zu sagen, okay, das ist nicht mein Freundeskreis oder die passen nicht zu einem, nicht weil die Leute schlecht sind. Ja, es hat nie was damit zu tun, sondern weil man vielleicht selber nicht in diesen Freundeskreis reinpasst, ja. Und diese Erkenntnis erstmal kriegen, also zu sagen, ich passe da selber nicht rein, Ein gutes Beispiel für mich ist diese ganze Musikergeschichte, als ich mit Beats & Channel Musik gehabt habe. Ich habe viel zu spät eigentlich gemerkt, oder was heißt, gemerkt habe ich es schon immer. Aber ich habe einfach irgendwann festgestellt, und vor allem gerade hier in Mannschnow habe ich das festgestellt, dass ich in diesen Art von Musikerkreisen, sage ich es jetzt mal, nicht reingepasst habe. Ich war halt anders, ja. Ich war halt nicht der berufstätige Mensch, der nach Hause kommt, Familie hat. Das wollte ich halt immer sein, aber hat nicht hingehauen. Und dann als Entspannung Musik macht oder als Nebenverdienst. Sondern es musste irgendwie anders sein. Und das aber erstmal zu begreifen, selbst zu begreifen, dauert lange. Ja, weil man hat ja immer so ein Bild im Kopf, so ein und will das irgendwie durchsetzen. Ja. Man sieht andere Leute und sagt, oh, das will ich auch. Ich will auch da oben stehen, ich will auch weiß ich was. Ne? Und letztendlich aber hat man selbst einen ganz anderen Weg. Und mein Weg ist, so wie ich das jetzt begriffen habe, mein Weg ist einfach dieses, ja, Online-Podcast, aber auf meine Art. Halt Audio. Ja? Nicht, was ziehe ich heute zum Auftritt an und ziehe ich eine schwarze Hose und ein weißes Hemd an oder eine weiße Hose und ein schwarzes Hemd oder Hemd oder keine Ahnung, ja, sondern oder war meine Performance jetzt erfolgreich oder nicht, sondern mein Feld ist, ich lade was hoch und es ist hochgeladen und schaue, was passiert. So. Meistens passiert ja fast nichts, aber es ist natürlich ein anderes Feld. Ja. Und das hätte ich nie rausgefunden, wenn ich in Berlin geblieben wäre. Wahrscheinlich würde ich jetzt immer noch
mit Beast and Gentle Musik machen und würde irgendwie gar nicht mich dazugehörig fühlen, weil und würde immer dieses Gefühl haben, ich bin halt der Blinde, der mit der Band Musik macht. So ein Gefühl hatte ich nämlich immer. Und wofür die aber nichts konnten, sondern das war einfach, weil ich letztendlich anders getickt habe, weil ich einfach irgendwas anderes wollte und aber nie wusste, was es war. Ja, und heute weiß ich das. Ja. Und heute würde ich auch nie wieder mit so einer Band so verschmelzen. Also, was heißt verschmelzen? So mitmachen. Ich würde immer sagen, ja, als Projekt, aber nicht mit Probe und. Das ist nicht meine Welt. Das brauche ich nicht. Außerdem fühle ich mich zu alt dafür, um jetzt wieder irgendwie im Proberaum zu sein und mit irgendwelchen Musikern da irgendeine Passage tausendmal zu spielen. Das ist mir einfach zu blöd. Also das ist für mich verlorene Zeit. Ja. Also. Ich hätte sehr gerne als Jugendlicher so dieses gleiche Gefühl gehabt. Also dieses, man hat eine Band, man fühlt gleich. Und so dieses, wir ziehen alle an einen Strang so. Ja, und das habe ich halt nie erlebt. Also das, es waren immer so Zwecksbands, also halt bei meinem Bruder oder gut, bei meinem Halbbruder die Sache. Aber es war ja auch so, dass er dann vorne stand und ich war der, das ausführende Linksterbumster, ne? Also auch, was für mich natürlich okay war, weil ich bin ja nicht so der Vordergrundmensch, aber es war halt nie so dieses wirklich Gleiche, dieses wir sind eins, wir fühlen jetzt das, wir haben eine Botschaft und schreien die raus. Und das hätte ich mir einfach gewünscht in der Jugend. Ja. Und das hatte ich nie, weil ich irgendwie immer anders gedacht habe. Ja. Auch bei Gebrüder H. Ne? Ich hatte eine ganz andere Mission als meinem Halbbruder. Ja? Ich wollte einfach nur irgendwie Musik machen und für mich war keine Gewalt halt, wir haben es halt geschrieben, aber ich wollte halt da nie hin. Also ich habe immer gedacht, ja gut, okay, ist jetzt in und hier Rap gegen Ausländerfeindlichkeit und so. Aber das war nie ein Feld, wo ich hin wollte. Ja, also es ist ein geiles Lied und es macht mir Spaß. Aber für mich ist dieses Lied halt was ganz anderes. Für mich ist das Lied ein Lied, was ich mit meinem Halbbruder geschrieben habe. Also mir geht es gar nicht um den Inhalt. Mir persönlich. Der ist mir eigentlich relativ egal. Also nicht egal, natürlich ist er wichtig und keine Gewalt und so, aber ich selbst habe natürlich eine andere Wertvorstellung. Für mich war es halt, ich fand es halt geil, mit meinem Halbbruder ein Lied zu schreiben, so. Und es war halt keine Gewalt, so, oder ich kann nicht fühlen, oder durch Dicky habe ich gelernt, Lieder zu schreiben, ne? Wie ich mitbekommen habe, wie er das gemacht hat mit Ich vermisse dich so damals, ne? Und das waren alles, sagen wir mal, lehrreiche Erfahrungen und ich würde auch heute noch mit den Leuten Liedern schreiben oder ne, ich würde heute noch mit meinem Halbbruder mal Musik machen oder mit meinem ältesten Bruder, aber halt diesmal würde ich halt meine Bedingungen klar setzen. Also jetzt nicht Bedingungen, ihr müsst es jetzt nicht so verstehen, dass ich sage, ja gut, ich mache, wenn, sondern für mich meine Bedingungen. Also man selber hat Bedingungen für sich selbst. Das meine ich damit. Ja, also dass man halt sagt, okay, man macht mit denjenigen Musik, aber ich muss auch gucken, wo ich dabei bleibe, persönlich. Und also wenn ich zum Beispiel mit meinem Halbbruder heute noch Musik machen würde, wäre die Bedingung an mich selbst gestellt. Ja, aber Spaß. Also
Spaß und nicht jetzt, ach, wir machen jetzt Auftritte oder sowas, ne? Sondern den reinen Spaß. Ja, früher hat man, ja, wir machen dann Auftritte und in irgendeiner Kolonie und überhaupt und ein bisschen Geld verdienen und bla bla bla. Und heute würde ich sagen, nee, die Bedingung für mich ist, wir haben Spaß, wir müssen nach dem Musik machen, rauskommen, egal wo jetzt, also ob es jetzt privat ist oder ob man... Oh, mein Kater was abgekriegt. Aber ja nur Kaltwasser. Was ist los, Dicker? Komm her. Hast du Wasser abgekriegt? Komm her. Ist alles gut, ne? Ja, ist alles gut. Ja, bist du nass geworden? Zeig mal. Nein, bist du gar nicht. Mann, du machst eine Panik. Na, was ist denn los, Dicker? Da bist du ja schon wieder. Hast du einen Schreck bekommen wegen dem Wasser? Hm? Ja, war aber nur Kaltwasser. War nur Kaltwasser, mein Großer. Ja, dann geh mal weg da. War Kaltwasser. Ja, und das ist halt das. Ja. Die Bedingungen, die man sich selbst stellt, letztendlich. Also das, was man selber damit eigentlich bewirken möchte. Ja. Für sich. Oder Beast and Gentle. Nehmen wir mal an, ich würde irgendwie wieder mit Beast and Gentle Musik machen. Nehmen wir mal an, Dicky sagt jetzt, ja, wir machen so eine Art Revival und wir haben in Brandenburg hier in der Nähe von Manchnow irgendeinen Treffpunkt. Das ist ja Quatsch, wird nie passieren, aber würde ich sagen, naja, sage ich, ja, aber sehe mich nicht als volles Mitglied. Ich bin halt Sven, der mitmacht, aber ich bin nicht Beast and Gentle. Ja, weil das ist nicht meine Aufgabe. Beast and Gentle ist die Band meines Bruders, aber nicht ich. Und Ich bin Sven Heidenreich und so verkaufe ich mich. Und wenn ich mal ein Projekt habe, dann ist es auch nicht mein Projekt, sondern es wird ein allgemeines Projekt sein. Es ist nicht Svens Band oder Svens, sondern es ist halt das Projekt mit meiner Freundin zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Freundin habe, die Musik macht, ne? Ja, so sehe ich das einfach. Und wenn man das verstanden hat, also sich selber einfach ja, so ist es einfach. So sehe ich das heute. Also ich würde gewisse Projekte mitmachen, aber immer an mich die Aufforderung, okay, gucke, ob es dir Spaß macht, gucke, was es dir bringt. Seelisch, nicht geldlich. Also geldlich will ich überhaupt nicht. Was hast du letztendlich davon, wenn du da von der Bühne runterkommst? Persönlich. Fährst du wieder allein nach Hause? Ja? Oder hast du wirklich was mitgenommen? Ja, genau. Das ist mir einfach heutzutage wichtig. Es muss sich was daraus ergeben für mich. Und wenn ich halt merke, okay, es ist nur Auftreten, Proben, vielleicht ein bisschen Geld verdienen und das war's dann und in meinem Leben geht es gar nicht weiter, dann bringt mir das natürlich nichts. Ja? Wenn ich aber coole Leute dadurch kennenlerne oder auch Leute, die auf meiner Wellenlänge sind und ja, nicht nur der hat den mitgebracht und ist jetzt da, sondern auch wirklich Leute, die wollen von mir, Sven Heidenreich, was wissen. Oder hat die Sache natürlich einen Wert. Aber wenn es nur so aussieht, dass man einen Auftritt hat, dann kommen irgendwelche Leute, dann kommt man dahin. Das sind meistens dann irgendwie Freunde von Freunden von Freunden von Freunden. Und man selbst fährt wieder nach Hause und denkt, wem hat man jetzt kennengelernt? Eigentlich niemanden. Gut, man hat vielleicht 200 Euro verdient, aber die verfrisst man sowieso. So war es damals, ja. Also, und man hat vielleicht einen geilen Abend gehabt, ja, aber meistens waren die Abende ja auch so laut und so, oh, nee, möchte ich nicht mehr haben heute. Also, das. Ich träume ja immer noch von meiner Akustikmusik. Das ist so was, wovon ich träume. Cajon, Gitarre, Akustik, Bass,
vielleicht ein, zwei Geigen, Flöten und dann, ja, so eine Kombo, die einfach Musik macht, aber nicht, weil sie jetzt irgendwie streng probt und nach einem Bandleader, sondern einfach die, ja, sitzen an einem runden Tisch, so symbolisch, und quatschen, und dann sagt der eine, ach, ich habe eine Idee, der spielt dann. Ein anderer sagt, oh, das klingt interessant, spielt dazu. Bumm, und schon entsteht was. Und das ist genau das, was ich eigentlich will. Das gemeinsame Musizieren, ohne einen Anspruch zu haben. Und das finde ich echt, das wäre so mein Ziel für die nächsten, sage ich jetzt mal, 10 Jahre, 10, 15 Jahre. Also, wenn ich das irgendwann mal erreichen könnte, wenn ich sowas mal hätte, ja, so eine Gruppe oder so, wo man sich auch mal fallen lassen kann, wo man auch mal sagen kann, jetzt hört man dem anderen mal zu oder der anderen mal zu, wie sie singt oder ein Instrument spielt und was man vielleicht selber, ne, wie meine Begeisterung mit der Konzertgitarre zum Beispiel, ne? Oder es gibt ja noch andere Instrumente, die ich nicht spielen kann und trotzdem schön finde und so. Und wenn man das genießen kann innerhalb dieser Gruppe, ja, dann ist es nämlich genau das, was ich will. Dass es halt nicht darum geht, spielt man jetzt die Passage perfekt oder nicht, spielen wir sie noch 50 Mal durch oder nicht, ja, oder wie war es bei Gebrüder H., ja, machen wir den Auftritt oder nicht, sondern man macht einfach Musik und hat Spaß, kommt nach Hause und denkt, ey, das war doch jetzt gerade ein richtig geiler Tag, ich fühle mich richtig frei, ich fühle mich richtig geborgen, ich fühle mich richtig cool. Das wäre mein Ziel. Und wenn du dann mit so einem Gefühl auf Arbeit kommst und diese Laune hast und sagen kannst, hey, ich habe gerade was erlebt, das kann natürlich kein anderer nachvollziehen in dem Moment. Ja, also wenn man das dann erzählt, dann, aber für einen selber ist es natürlich so viel, ja. Und das kann einem, das ist meine persönliche Meinung, das kann einem keinen Auftritt geben. Das ist meine persönliche Meinung. Ein Auftritt ist ein Auftritt. Man steht oben auf der Bühne, macht Musik, kriegt Geld dafür, hat vielleicht auch noch seinen Spaß, geht in die Musik auf, aber letztendlich zeigt einem das Leben blitzschnell, wie die Blase zerplatzt und dass das wahre Leben was ganz anderes ist. Ja? Und deshalb war die Musik nichts für mich. Als Beruf. Weil ich möchte im Leben weiterkommen irgendwie. Ich möchte im Leben weiterkommen, heißt für mich, ja, langsam aber sicher mir die Träume erfüllen, die ich habe. Das ist für mich im Leben weiterkommen. Ja, ich rede jetzt nicht von Selbstständigkeit oder, sondern du hast einen Traum. Einen Traum, der ein bisschen unrealistisch ist. Und wenn man sich den irgendwann mal erfüllen kann, ja, und ich rede jetzt nicht von berühmt werden oder ich will mit meinen Liedern irgendwas bewirken oder sowas. Das meine ich gar nicht. Sondern selbst das Glück in sich finden, also selbst sagen zu können, oh, ey, ich habe jetzt gerade so ein richtig geiles Gefühl. Und wenn dann andere auch noch das Gefühl haben und zu dir sagen, hey, ich fühle das auch geil, dann hast du es geschafft für dich. Dann hast du es geschafft, weil dann bist du in dieser Stimmung drin. Ja? Also sozusagen, da könnte die Welt untergehen und du stehst da und sagst, Alter, da kann jetzt alles passieren. Ich bin jetzt gerade im siebten Himmel. Ja, so. Und das ist dieses Gefühl will ich haben. Und das hat das mit einem selbst zu tun, aber auch mit dem, was man halt wirklich macht und will. Ne? Und das kann man nicht erlernen oder sowas. Das ist nichts, was, wo man jetzt sagt, es gibt ja mal diesen Spruch, ne, wenn du gut sein willst, musst du Leistung vorbringen oder man darf nicht faul sein und so. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern man muss einfach, wenn man dieses Gefühl haben will, man muss einfach versuchen, seine Träume irgendwie umzusetzen. Und das ist natürlich schwierig in der heutigen Welt, ne, weil viele Steine einem Weg gelegt werden. 5:20 Uhr.
Ja, also 5.20 Uhr. Weil viele Leute sagen, das ist Quatsch, ja, wie mit der Freundin, ne? Wenn ich sage, oh, eine musikalische Freundin und was ich was alles und wäre das nicht schön? Und die Leute sagen gleich, ja, komm mal wieder runter von deinem, sei doch froh, dass du überhaupt irgendwie jemanden kennenlernst. Dann sage ich ja, wem lerne ich denn kennen? Letztendlich. Und wenn ich jemanden nicht kennenlerne, dann kann ich ja trotzdem an meinen Traum festhalten. Also was hindert mich daran? Und ja, das sind Ansprüche, die du stellst. Ja, und dann sind es halt Ansprüche für euch. Für mich sind es Sachen, die mir extrem wichtig sind. Und jeder Mensch hat das. Ja, man braucht ja bloß mal, fragt mal einen Normalsehenden, was der will, wenn er eine Frau oder wenn er einen Partner kennenlernen will. Ihr werdet schnell feststellen, da kommen Sachen zum Vorschein, wo man sich echt denkt, Alter, aber das wird als normal gesehen. Ja. Und wenn unser einer sagt, was er will und was er sich vorstellt, was natürlich nie so eintreffen wird. Aber dann wird wiederum gesagt, das ist unmöglich. Wie oft habe ich von Leuten gehört, schon mal alleine, wenn ich gesagt habe, es wäre schön, wenn meine Freundin Musik machen könnte. Ach, muss sie denn unbedingt Musik machen? Und schon mal alleine, dass andere Leute sich hervortun und die Frechheit zu besitzen, muss sie denn? Also erstmal kann man das doch selbst entscheiden, ob man das will oder nicht, letztendlich. Ja. Zweitens entscheidet ja auch das Leben mit. Also wem lernt man kennen? Wie ist derjenige? Das ist ja auch noch, also kein Dritter kann sagen, letztendlich wie es ist. Und ich sage mal, es ist doch besser, man hält an seinem Traum fest, als wenn man jetzt irgendeine Beziehung führt. Und sagt, naja gut, weil alle es so machen, mache ich es auch so. Ne? Das ist ja oft der Fehler, den ich früher gemacht habe. Ja, gerade was die Sache sehende Frau betrifft, wo ach, meine Mutter will unbedingt, dass ich eine sehende Frau habe. Also na gut, okay, so. Egal, ob ich jetzt mit der viel gemeinsam habe oder nicht. Egal, ob ich jetzt in der Familie und wie stehen wir da als Paar. Und ist das nicht schön? Und wenn sie alle sagen, grüß deine Frau und... Ich habe aber in diesen 6 Jahren wirklich gelernt, nein, man muss das tun, was für einen selber wichtig ist. Und auch wenn es für andere total verrückt ist oder total, oh, jetzt, was will der denn oder was will die denn jetzt schon wieder, ne? Aber letztendlich, wir haben nur ein Leben. Und wenn man sich das mit einer falschen Sache irgendwie versaut, also sei es mit einer falschen Beziehung, wo man einfach nur drauf eingeht, weil man denkt, naja gut, weil es alle so machen, mache ich es auch. Dann wird man einfach unglücklich. Ne? Und deshalb bin ich auch, was Beziehungen angeht, auch relativ entspannt. Also ich bin ein Mensch, der einfach sagt, okay, ich gehe auf eine Sache ein und wenn es nicht mehr läuft, dann läuft es halt nicht mehr, dann muss man sich halt auch trennen. Also gibt es ja auch immer diese Sprüche, ja, man muss dran festhalten und man kämpft für eine Beziehung, wo ich sage, ja, aber ich kämpfe doch nur für eine Sache, wenn ich auch weiß, ich habe mit dem viel gemeinsam. Ich meine, da muss ja erstmal auf eine Ebene sein. Ja, ich kämpfe doch nicht um irgendwas, was, ich meine, man muss sich auch die Chance haben, sich zu lösen. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Ja, und ich höre immer wieder diese Sachen, wo ich sage, ich brauche mich nicht heute zu irgendwas zwingen. Man sieht, es ist traurig, wenn Sachen beendet werden, aber auf der anderen Seite, wir haben doch alle das Recht dazu. Ja, ich meine, eine Beziehung ist ja kein Gefängnis. Ja, also manche Leute benehmen sich aber so. Ja, nein, du darfst mich nicht verlassen. Wo ich sage, warum darf meine Freundin mich nicht verlassen? Wenn sie die Schnauze voll von mir hat, ja, dann ist es so. Kann ich nicht, nein, natürlich kann ich sagen, ich will dich zurück und bla bla bla. Was man ja auch letztendlich sagt, man versucht natürlich die Beziehung zu retten, aber letztendlich muss man einem Menschen ja auch das Gefühl geben, okay, du bist ein freier Mensch, du kannst tun, was du willst und wenn du mich nicht mehr willst, dann willst du mich halt nicht mehr. Ist so, kann ich nicht ändern, ne? Weil man ist ja nicht das Eigentum des anderen. Und jeder Mensch hat natürlich eine eigene Anschauungsweise, eine eigene Denkweise. Und wenn meine Frau oder meine Freundin jetzt der Meinung ist, oh, ich kann mit dem nicht mehr,
Ja, ich hab's so und so viele Jahre versucht, der geht mir einfach auf den Sack. Dann ist das so. Ja, oder da kann ich mich auch, da kann ich mich tausendmal hinstellen und sagen, ach, nein und so. Es ist so, wenn jemand so fühlt, ja, dann ist das einfach so. Und da kann ich, klar kann ich trauern und ach, aber was bringt mir das? Letztendlich macht mich das dann nur unglücklich. Und man lebt letztendlich in einer Illusion nachher. Was wäre, wenn wir wieder zusammenkommen könnten? Ihr kennt ja die ganzen Dinger, ne? Und oh, wäre das nicht schön? Und dann kommen die Träume und so. Und das ist natürlich schön. Und natürlich wünschte ich mir das mal bei manchen auch. Aber auf der anderen Seite würden natürlich die alten Sachen wieder kommen. Ja? Und deswegen sage ich mir immer, jede Trennung ist ein Neuanfang. Und jeder muss auch das Recht dazu haben. Also wenn ich einer Frau nicht das Recht einräume, mich von mir zu trennen, sich von mir zu trennen, meine ich. Ja, das geht doch gar nicht. Und ihr wisst ja, wie es manchmal ist. Ja, gibt ja Beziehungen, ey, da, es ist aus, wir trennen uns. Nein, du verlässt mich nicht. Auch Männer, ja, Männer sind ja auch ganz schlimm. Was haben schon Männer getan? Ja, wenn du dich trennst von mir, dann passiert das und das. Ey, das ist doch Wahnsinn. Wir sind alle freie Menschen. Jeder hat das Recht zu sagen, er will oder er will nicht mehr. Und das sollte sich jeder Mensch einfach auch mal im Klaren sein. Ja, also deshalb bin ich auch meinen Trennungen, also wenn sich Leute von mir getrennt haben, denen bin ich auch gar nicht böse oder so. Sag ich, die hat sich von mir getrennt. Warum? Wenn die sich nicht getrennt hätten, vielleicht hätte ich mich getrennt. Oder umgekehrt. Also das ist einfach so, ja. Also man natürlich ist man verletzt und ach ja. Aber auf der anderen Seite, was wäre denn, wenn man zusammengeblieben wäre und man hätte ein Leben geführt? Oh Gott. Nee, also jeder muss einfach immer wieder, man muss sich immer wieder sagen, man ist frei. Man ist ein freier Mensch. Man muss sich trennen können, wenn man nicht mehr will. Und das können wir heute. Früher war das ganz anders. Wenn Leute verheiratet waren, ne, wo noch, ja, Frauen haben noch nicht so viele Rechte gehabt und ohne Mann geht es doch gar nicht. Ja, stellt euch mal vor, wir hätten die Zeiten noch. Das wäre Wahnsinn, oder? Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Ja, aber es gab so eine Zeiten, da war das so. Ne? Also, wo ich mir sage, nee, so, also sowas, nee, wenn es nicht mehr läuft, dann sollte man auch den Mut haben zu sagen, ich beende das jetzt. So. Und vielleicht kann man eine super Freundschaft aufbauen. Und ich muss sagen, ich habe es ja mit den meisten Ex-Freundinnen ja wirklich irgendwie geschafft, dass ich eine Freundschaft aufgebaut habe. Und das ist mir eigentlich viel mehr wert, als jetzt eine Beziehung mit denen. Weil man kann sagen, wir waren mal zusammen, wir können heute ganz anders reden. Und wenn wir dann auch noch mitkriegen, dass derjenige glücklich wird, können wir sogar noch zu demjenigen sagen, siehst, jetzt hast du das Richtige gefunden, geil. Und können uns für denjenigen freuen. Und das ist doch viel mehr wert, als wenn man jetzt irgendwie versucht, irgendwas zu retten und ach nee, und liebt dich doch noch. Und aber wenn der andere nicht mehr so empfindet, was willst du machen? Ja. Da kannst du nichts mehr machen. Da ist nichts mehr drin. Ja, ist so. Wenn ein anderer sagt, ich will nicht mehr, da ist Ende. Ne? Da kann ich mir sonst was einreden. Das war doch immer schön. Ne? Kommt dann. Ja, für dich, aber für mich nicht. So, schon hat man diesen Konflikt. Ja? Der eine sagt, ja, der andere, nee. Und das ist es immer. Ja? Dass jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen und wie gesagt, die Freiheit muss jeder haben. Und ich meine auch gerade jetzt im Alter, ich meine gerade auch mit 45 jetzt, stell euch mal vor, ich würde jetzt an irgendwelchen Sachen klammern und würde versuchen, irgendwas zu retten oder das würde mir selbst nicht gut tun. Ja, also ich will jedem auch die Möglichkeit geben, wenn ich jetzt eine Beziehung anfange und eine Frau sagt plötzlich, sagen wir mal nach 2 Jahren, ja, sie hat einen anderen gefunden, ja, dann ist es so. Aber das ist doch besser, als wenn sie jetzt mich betrügen würde oder hinterrücks die Beziehung weiterführen würde und dann lieber sagen, du, pass auf, ich habe einen anderen gefunden, ich lebe jetzt, ich bin mit dem glücklicher und fertig. Ne? Natürlich tut das weh, aber ja,
ist halt dann so, ne? Es geht ja auch ohne weiter. Und vielleicht findet man ja doch dann den richtigen. Ja, also das, wie sagt man, eine Trennung ist ja auch immer ein Neuanfang. Und es ist Schmerz, Schmerz muss man ja auch zulassen. Ja, also trauern tut man natürlich dann auch denjenigen. Und natürlich, deshalb schreibt man ja dann auch Lieder. Und aber letztendlich muss man den anderen natürlich das Gefühl auch geben, okay, du darfst dich von mir trennen, alles gut. Das ist ja deine Entscheidung. Ja. So ist es. 100% geladen. 100% geladen. So sehe ich das einfach. Und diese Freiheit hat jeder Mensch. Ja, manche sind halt besessen. Manche sind halt dann so, dass sie wirklich, also ich sage, es gibt Leute, die Amokläufe deswegen machen, weil sie verlassen wurden. Ne? Also das sind einfach, ja, jetzt mal im krassen Fall. Ja, das ist so Wahnsinn. Ja. Na gut, dann beende ich jetzt die Folge mal, weil ich muss sie hochladen. Das war Podcast von Sven Heinrich, Folge 684, mal wieder sehr lang, mal wieder mit sämtlichen Themen und ohne Intro und ohne Outro, aber mit dem Olympus DM720. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bla, bla, bla. Am Mikrofon war ich. Ganz simpel. Ich hoffe, dass ihr alle trotzdem eine schöne, ein bisschen Spaß mit der Folge habt und auch über einige Sachen vielleicht nachdenken könnt. Und so wie ich auch. Ich sage, wenn ich sowas sage, ist es ja kein Kritisieren, sondern ich denke selber darüber nach, während ich es sage. Und von daher, ja, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.